Noch zweimal schlafen und dann ist sie da. Shenhe, der neue 5-Star-Kryokara, der in Genshin Impact rauskommt. So, um euch die Wartezeit ein bisschen zu versüßen, habe ich mir weitere Gedanken um diesen Char gemacht und wie man mit ihr spielt. Und ich glaube, ich habe ein sehr wichtiges Detail mit ihr in meinem vorherigen Video verpasst und da wollen wir in diesem Video nochmal ein bisschen ausholen. Denn ich habe das Gefühl, dass Shenhe eigentlich gar nicht nur für Kryo-Charaktere gemacht wurde, sondern ich glaube, das geht noch sehr, sehr viel weiter. Shenhe ist, glaube ich, dafür da, um natürlich Kryo-Schaden zu boosten. Aber wer sagt denn, dass dieser Kryo-Schaden von Kryo-Charakteren kommen muss? So, und damit kommt Chongyun ins Spiel. So, wir alle kennen Chongyuns Kit. Falls nicht, hier nochmal ganz kurz das Wichtigste im Detail. Schauen wir einfach nur auf seine E. Seine E generiert ein Kryo-Feld und innerhalb dieses Felds bekommt jeder Charakter, der Nahkampfattacken macht, keine Bögen, keine Katalysatoren, bekommt das Kryo-Element auf die Basic Attacks oder halt Charge Attacks und kann dadurch Kryo-Schaden zufügen. Seine passiven Talente gehen auch noch oder supporten das halt noch weiter, indem man halt Attack Speed innerhalb dieses Kreises bekommt, was sehr geil ist. Und dass der Kryo-Widerstand der Gegner reduziert wird, wenn das Feld sich auflöst. So, und jetzt habe ich Folgendes getan. Ich habe meinen stärksten Charakter, wirklich mit Abstand meinen stärksten Charakter genommen, der am meisten Schaden macht mit seinen Basic Attacks. Und das ist in meinem Fall Diluc. Ich habe ihn komplett so aufgebaut, dass er maximalen Schaden mit seinen Basic Attacks macht. In dem Fall ein 4er Shimanawa und, haltet euch fest, ja, einen Kryo-Kelch. So, ja, ein Kryo-Kelch auf Diluc. Sagt nicht, dass ihr sowas nicht cool findet, denn ich weiß ganz genau, dass jeder, seitdem wir alleine die Cutscene gesehen haben, wie der Traveler gegen Tartaglia seine beiden Elemente benutzt hat, sowohl Geo als auch Anemo und noch eine sehr tolle Cutscene aus Inazuma, die ich jetzt nicht spoilern möchte, wünscht sich jeder eigentlich von uns Charaktere, die zwei Elemente nutzen. So, da habt ihr es. Und genau in die Richtung möchte ich nämlich gehen und genau in die Richtung geht, glaube ich, auch Shenhe. Nicht einfach nur zu sagen, komm, ich booste die Kryos, die ihr so in eurem Roster habt, sondern lasst uns noch mal ganz verrückte andere Dinge anstellen. Das ist Shenhe. So, und jetzt seht ihr hier Footage von meinem Diluc, wie er durch die Welt rennt und ein 4er Shimanawa anhat und einen Kryo-Kelch zusammen mit einem Chongyun. Das ist so das Wichtigste erstmal in dem Team. Da sind noch ein paar andere Chars mit dabei, um halt natürlich auch einen Kryo-Einklang und so weiter, um ein bisschen, sag ich mal, Shenhe auch zu simulieren. Und es wird geklatscht. Und ganz ehrlich, der Damage gefällt mir, verdammte Axt, nochmal. Also, das ist mega heftig, was Diluc teilweise für Damage-Zahlen raushaut, obwohl Shenhe gar nicht im Team ist. Natürlich muss man sagen, dass ich hier ziemlich coole Stats habe. Ich habe ein sehr gutes Shimanawa-Set, hätte ich jetzt behauptet eigentlich. Wovon ich sehr überrascht bin, weil ich habe bis heute nie Shimanawa getestet. Also, ich muss sagen, ich habe gerade stundenlang mit diesem Set rumgetestet, weil mir so viel Spaß gemacht hat. Ich habe vorher noch nie Shimanawa benutzt. Deswegen, also, stellt euch jetzt mal Folgendes vor. Ich blende euch hier mal eine Damage-Zahl ein. Und zwar habe ich den Genshin Impact Damage Calculator genommen. Ich habe dort Zhongli reingeballert. Zhongli hat einen ähnlichen Base-Attack wie eine Shenhe. Shenhe ist sogar noch höher. Also die Zahlen, die ihr hier seht, bei Shenhe wird es noch höher sein. So, ich habe ihm den Noblesse-Buff gegeben. Ich habe ihm den Himmelsspeer gegeben, weil das Ding halt wirklich sehr guten Base-Attack hat und auch für eine Shenhe eine absolut Top-Waffe sein wird. Und ich habe ihm 2er Shimanawa, 2er Gladi gegeben, dazu halt Attack auf der Uhr, auf dem Kelch und auf dem Headpiece. So, dadurch kommen folgende Stats zustande. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Stats hätte eure Shenhe. So, und jetzt stellt euch nochmal vor, dass 82% von diesen Stats, denn das ist das, was Shenhes E auf Level 10 halt als Boost gibt. Das sind dann 2870 Damage. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte eine Shenhe, die 2870 Attack meinem Diluc gibt, damit dieser mit 7 von seinen fetten Schlägen seinen Kryo-Damage bufft innerhalb von Chongyuns Feld. Diese Damage-Zahlen stelle ich mir jenseits von Gut und Böse vor. Und ich hätte sogar, mit Diluc habt ihr ja noch diesen Vorteil, dass ihr halt Pyro-Schaden mit in eurem Kit habt. Das heißt, entweder ihr meltet oder ihr habt Reverse-Melt. Das heißt, wenn ihr so schaffen solltet, das so zu kombinieren, dass ihr erst Pyro auf den Gegner einsetzt und dann erst das Melt on top, also durch Kryo ausgelöst, dann würden die Hits von Diluc sogar 1,5-mal Damage machen, also 50% mehr Schaden als so schon.
Und wie gesagt, und das dann halt von Chandler gebufft. Und Chandler gibt halt nicht nur Attack Boost für den Kryo-Schaden, sondern Chandler reduziert noch den Kryo-Widerstand innerhalb ihrer Ult. Und sie gibt auch noch Kryo-Bonus-Schaden. Und das kommt alles von irgendwelchen Passiven. Ne? Also ihre Passiven würden den Damage von Diluc hier, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 sich einpendeln lassen. Ist das nicht eigentlich eine coole Variante, um das Spiel für einen noch interessanter zu machen? Halt einfach nur aus diesem, ich sag mal, aus diesem Alltagstrott, nenne ich es jetzt einfach mal, auszutreten und dieses Game mal komplett anders zu spielen, mit komplett verrückten Kombinationen, weil das ist doch eigentlich, was wir wollen. Wir wollen, also wie gesagt, jeder schreit nach Chars, oh, könnt ihr euch vorstellen, dass wir mal Chars bekommen, die zwei Elemente haben? Haben wir ja eigentlich schon. Also wirklich, wenn ich jetzt einfach nur in die Zukunft dieses Games denke, dass wir ähnliche Chars wie Chongyun bekommen. Stellt euch vor, es kommt ein Charakter, der Geo infusen kann. Also, dass eure Waffe Geo-Schaden macht. Das wäre mega heftig. Dann könntet ihr einen Goro nehmen und hättet einen perfekten Supporter. Oder ihr hättet jemanden, der jetzt neben Kryo auch noch Hydro geben könnte. Wer weiß, ob Ayato sowas wird tun können. Was auch immer. Pyro haben wir dafür auch schon. Wir haben zum Beispiel einen Bennett, der mit seiner C6 einfach Pyro Basic Attacks oder Charge Attacks halt geben kann, indem man in seinem Feld drin steht und so weiter. Also gerade diese Aspekte, die sind schon nicht ohne Grund selten im Spiel. Und ich finde, das hebt Chongyun eigentlich auf ein ganz anderes Level und zeigt einfach nochmal, wie krass der eigentlich ist, dass man mit einer E, die einen Low Cooldown hat und am ehesten, wenn ihr Chongyun in so einer Rolle spielt, spielt ihr ihn mit einem Vierer-Hofritual und mit einem Opferschwert, damit ihr seine E so oft wie möglich habt, ne, damit der Cooldown resettet wird und so weiter. Und er generiert dadurch auch richtig viele Kryopartikel, was auch sehr, sehr nice ist. Und natürlich ist das nichts für Leute, die halt gerne Bogen spielen oder Leute, die gerne Katalysator spielen, aber für Nahkämpfer ist das schon eine sehr interessante Geschichte. So, aber schauen wir jetzt nochmal ein bisschen auf Shenhe. Und wie passt das jetzt alles so zusammen? Also, wenn man Shenhe spielt, in Kombination auch mit Chongyun, also die beiden, finde ich, die wird man, ich glaube, mit sehr vielen Leuten kombinieren können. Und besonders mit Leuten, die halt, ich sag mal, wenn es Einhandschwertkämpfer sind, spielt man ja sehr oft mit normaler Attack, Charged Attack. So, und es gibt ja Charaktere, so wie Jean als Beispiel, die macht bei der Charged Attack einen einzigen Hit. Und das ist ein richtig dicker, fetter Hit. Das heißt, ich glaube, für alle da draußen, Gruß geht raus an Reagan an der Stelle, denn ich weiß, er liebt Jean. Alle, die Jean richtig gerne spielen und die Jean auch richtig gerne als Main DPS spielen. Ich glaube, dass eine Jean mit einem Vierer Schimmenauer, mit einem Kryo-Kelch, zusammen mit Chongyun und Shenhe im Team, die wird mega abgehen. Und zwar immer mit einer Basic Attack, Charge Attack, Basic Attack, Charge Attack innerhalb von Chongyuns E. Und ich habe selber getestet. Meine Jean ist nur Level 80. Meine Jean hat nur ihr Talent auf Level 4 für die Basic Attack. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist so viel Damage, der da noch fehlt. Und trotzdem hätte die fünfstellig. So, und jetzt stellt euch mal vor, da ist dieser ganze richtig fette Buff von Shenhe noch mit drauf. Jetzt stellt euch mal vor, da wäre ein Kazuha noch mit im Team, der halt mit ein bisschen Elementarkunde und ein Vierer Anemo-Set den Kryo-Widerstand der Gegner halt noch reduziert und Elementar, also Kryo-Elementar-Bonus-Damage an das Team gibt, dann werden diese Hits noch höher sein, ne? Also, ich möchte einfach nur mit diesem Video euren Horizont erweitern. Also, es muss gar nicht, und das Problem habe ich aber auch sehr oft, ne, dass man sehr engstirnig denkt, dass man einfach sagt, ah, okay, das ist ein Kryo-Charakter, der braucht einen Kryo-Kelch. Das ist ein Pyro-Charakter, der braucht einen Pyro-Kelch. Und so weiter. Nein, man kann das Spiel auch ganz anders spielen. Und Shenhe ist der nächste Baustein, um genau so etwas zu tun. Der ganz große Unterschied, warum man einen Nicht-Kryo-Charakter mit Shenhe halt supportet, mit Chongyun halt zusammen, ist halt einfach der Fakt, dass ein Nicht-Kryo-Charakter hat keine Kryo-Skills. Das heißt, er hat keine E und hat keine Ult. Und jetzt denken wir mal zum Beispiel an die Ult von Ganyu oder halt von Ayaka. Die haben sehr viele Ticks mit kleinen Zahlen. Also bei Ganyu zumindest sind das kleine Zahlen, bei Ayaka eher nicht. Alles abhängig von Artefakten und natürlich auch Konstellationen und so weiter. Aber was ich halt damit sagen möchte, ist, ihr fokussiert euch auf einen Damage-Typ, wenn ihr zum Beispiel, wie ich jetzt in meinem Beispiel Diluc genommen habe. Denn ich kann ganz genau kontrollieren, wann konsumiere ich die Stacks von Chenhe's E. Und zwar nur, wenn Diluc mit seinen Basic Attacks angreift. Und da habe ich dann wirklich die stärkste Quelle, ist die, oder die stärkste Damage-Quelle, die ich halt boosten kann, ist dort seine Basics. Und das tue ich auch. Wenn ich jetzt
bei einem Kryo-Charakter, ich sag mal wie Kaya, ihn supporten möchte mit Shen He und ich mache seine Ult, dann werden seine Ult konsumiert die Stacks so oft oder so schnell, weil ich ja nur 5 bis 7 Stacks habe. Und das ist bei Shen He C0 bis C5. Erst ab einer Shen He C6 interessieren diese Stacks nicht mehr, dann wird sie aber halt auch schon wieder komplett OP und dann könnt ihr halt, ja, dann vergisst man eigentlich dieses, worüber wir hier gerade in diesem Video reden, sondern dann nimmt man einfach seine Ayaka und ab dafür, weil dann einfach ihre komplette Ult über die ganze Dauer halt zum Beispiel supportet wird, während sie halt auch noch ein bisschen Damage macht. Aber wenn ich halt Shen He C0 bis C5 habe, muss ich ja ganz genau diese Stacks vernünftig managen, dass ich sage, die richtigen Damage-Quellen werden geboostet und nicht einfach nur eine Kaya-Ult, die jetzt nicht so hohen Damage macht oder halt eine, ich sag jetzt einfach mal, eine Ganyu-Ult. So. Und deswegen könnte das einfach so der kleine, aber feine Unterschied sein, dass man sagt, okay, ich nutze diesen mega krassen Damage-Buff anders und konzentrierter, indem ich einen Nicht-Kryo-Charakter benutze, um Kryo-Schaden zuzufügen. Und warum ist zum Beispiel jetzt Diluc jetzt in meinem Beispiel auch sehr, sehr cool, ist halt, dass er als Ascension-Stat KT hat. Das heißt, er hat nicht mal sowas wie Pyro-Schaden oder Geo-Schaden oder Hydro-Schaden als Ascension-Stat. Das heißt, er hat einen Stat, der mir sogar dabei hilft, Kryo-Schaden zuzufügen. Ziemlich nice, einfach so ein netter Nebeneffekt, aber das hat jetzt gar nicht mehr so viel damit zu tun. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses, auch wenn ein bisschen abgespacede Video gefallen, denn das Thema ist, ich finde, es ist noch nicht mal weit hergeholt. Es ist wirklich einfach nur ein um die Ecke denken, wie man einen Charakter oder halt andere Charaktere spielen kann und wie man Charaktere miteinander kombinieren kann, um nicht immer nur auf, ich sag mal, auf Vaporized oder auf Melt zu gehen oder auf keine Ahnung was, sondern einfach mal auf was komplett anderes. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch hat das Video so gut gefallen, dass ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und natürlich auch ein Abo, damit ihr auch in Zukunft nichts von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.